Naja, wann wird denn das jetzt ausgestellt, doch? Das ja, das wird eh in den nächsten Tagen, du kannst okay, ruhig ja reden. Jetzt also gibt es einmal jetzt ist ja dann Adabi-Gabatz ja am Verteilerkreis, ja. Naja, ich hoffe, dass da jetzt einmal wirklich wieder die drei, die drei einfach kommen. Die drei Punkte kommen, dass einfach kämpfen und ja, der alte Rapid-Geist wieder zutage tritt und einfach die Mannschaft stark ist und sich einfach nicht gescheißt und ja, und einfach kämpft und Fußball spielt. Ein Interview mit Reinhard Novak. Wir schauen ein bisschen auf das Wiener Derby, das ja vor der Tür steht. Ich bin dann meistens, je näher das Derby rückt, ein bisschen nervös und hoffe natürlich sehr, dass wir am Sonntag das Derby für uns entscheiden können. Man hofft ja immer wieder, dass man also gegen den Rivalen halt gewinnt, aber die letzten Spiele waren ja nicht so aufregend. Allerdings auch nicht von der Austria, das weiß man, aber die Derbys sind eben, das sind die Derbys und da weiß man nie, wie es ausgeht. Wir haben das letzte Spiel dort ja, richtig kassiert, das wollen wir gut machen und wollen ja dann mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen und wollen das Derby natürlich unbedingt gewinnen. Und vieles mehr. Ich würde mich freuen, wenn ihr am kommenden Freitag um 19.15 Uhr wieder mit dabei seid. Rapid-Viertelstunde auf W24 oder auf www.w24.at.